Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder und Gäste, auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu unserem zweiten Bayerischen Gastgebertag hier in Regensburg. Ich begrüße ganz besonders Herrn Dr. Josef Zimmermann als CSU-Fraktionsvorsitzenden und offiziellen Vertreter des Oberbürgermeisters der Stadt Regensburg. Ebenso herzlich willkommen heiße ich für den Landkreis Regensburg Frau Susanne Kammerer. Sie ist zuständig für Tourismus und Naherholung. Herzlichen Dank, dass wir hier im neuen Marina Forum unseren Gastgebertag so großartig feiern dürfen. Es ist uns eine besondere Ehre, Freiherr Moritz Knigge, den Knigge, hier bei uns begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Knigge, seien Sie ganz herzlich willkommen hier bei uns Gastgebern. Von der Mittelbayerischen Zeitung begrüße ich Frau Sperb. Herzlichen Dank, dass Sie unsere heutige Podiumsdiskussion moderieren werden. Wir waren ja kürzlich bei Ihnen zum Redaktionsgespräch. Wir wissen Sie an unserer Seite und freuen uns auf eine spannende Runde. Und die Teilnehmer möchte ich nun auch ganz herzlich begrüßen. Den Präsidenten des Hotelier- und Gastwirteverbandes Südtirol, Manfred Pinsker. Lieber Manfred, schön, dass du hier bist. Den Präsidenten von GastroSwiss, Kasimir Platzer. Den Obmann des Fachverbands Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich, Mario Pulker. Er kommt noch. Und ganz besonders unseren Präsidenten des DEHOGA Bundesverbandes, Guido Zöllig. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch unsere Ehrenpräsidenten Wickerl Hagen und Sigi Gallus. Herzlich willkommen. Von der Wirtschaftskammer Österreich die Herren Magister Michael Hart und Dr. Thomas Wolf. Herzlich willkommen bei uns. Vom Bayerischen Wirtschaftsministerium freue ich mich über Dr. Sabine Jarote. Sie ist die Leiterin der neu geschaffenen Abteilung Tourismus. Danke, liebe Frau Jarote, für die wunderbare und tolle Zusammenarbeit und die großartige Unterstützung. Wir telefonieren fast täglich und stehen in engem Austausch, um für unsere Branche Positives zu bewirken. Sie wird begleitet von Sebastian Stawowski. Herzlich willkommen. Auch das Bayerische Landwirtschaftsministerium ist vertreten durch Veronika Siefer. Herzlich willkommen. Ich begrüße die Präsidenten unserer befreundeten Verbände, Kammern und Institutionen, vom DEHOGA Westfalen Dr. Wolfgang Henke und Ferdinand Höltmann, von der IHK Regensburg für Oberpfalz Kelheim, den Geschäftsführer Dr. Martin Kammerer sowie Silke Auer, von der IHK Niederbayern Daniela Hausteiner, vom Tourismusverband Ostbayern den Geschäftsführer Dr. Michael Braun, von der BayTM Wolfgang Wagner, von den privaten Brauereien den Geschäftsführer Oliver David, sowie vom Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller, Vizepräsident Andreas Pfeffer und Landesgeschäftsführer Jürgen Wild. Herzlich willkommen auch unseren beiden Aufsichtsräten unserer neu gegründeten Gastgeber AG, Dr. Jürgen Hoffmann und Rainer Domani. Erlauben Sie mir, dass ich von unserem neu gegründeten Forum Junge Gastgeber unseren Branchendreher, den Sprecher Muck Röll, nenne. Er ist nicht nur ein Regensburger Gastronom mit dem ältesten Wirtshaus der Welt, sondern er richtet auch heute das Catering und unsere After-Hour-Trendtour aus. Er ist hier mit seinem Stellvertreter Christopher Riemensberger und dem Sprecher für Schwaben Marc Schumacher. Herzlich willkommen. Toll und nennenswert ist auch, dass unser Uli Korb es sich nicht nehmen ließ, heute dabei zu sein, ganz nach dem Motto, einmal DEHOGA Bayern, immer DEHOGA Bayern. Herzlich willkommen und ebenfalls ganz herzlich bedanke ich mich bei den Vertretern der Presse. Schön, dass Sie heute hier sind. Ein besonderer Dank geht an unsere Unterstützer und Vertreter unserer Partnerfirmen. Ohne sie wäre die Veranstaltung in dieser Form überhaupt nicht möglich. Stellvertretend für alle nenne ich die HGK Einkaufsgenossenschaft, Tino Kaiser und Alexander Schulten, Chefs Kulinar, den Andreas Beilhack, von Teze, Rudi Rothaar, von Drachengas, Sven Georg, von Gewinnblick, Kassensysteme Ebner GmbH, Kevin Weidlich. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Herzlichen Dank auch an die Geschäftsführerin der Regensburger Tourismus GmbH, Sabine Thiele, für ihr Entgegenkommen hier im wunderschönen Marina Forum. Auch an die Firma Andexer und Kneitinger ein herzliches Dankeschön für ihre Unterstützung, sowie Herrn von Bonin von unserem neuen Partner DataGuard. Mit ihm haben wir eine neue Dienstleistung für unsere Mitglieder im Bereich Datenschutz auf den Weg gebracht. Analog zu unserem Service beim Brandschutz gibt es ab sofort eine kostenfreie Beratung und preiswerte Datenschutzpakete für unsere Mitglieder. Herzlichen Dank. Und bitte, meine Damen und Herren, schauen Sie bei den Ständen vorbei, die begleitende Fachausstellung. Sie gibt Impulse, sie gibt wertvolle Kontakte Ihnen, Informationen und Neuigkeiten, die Sie wirklich bei Ihrer Arbeit auch unterstützen können. Liebes Präsidium, lieber großer Vorstand, liebe Ehrenamtsträger, liebe Mitglieder, schön, dass Sie da sind. Wenn Sie denken, ich habe einen vergessen, dann haben Sie recht. Unser bayerischer Wirtschafts- und Tourismusminister musste leider absagen. Der Grund ist denkbar einfach. Im Gegensatz zur Bundesregierung muss in Bayern glücklicherweise laut Verfassung spätestens nach 4 Wochen eine neue Regierung stehen. Also ein Gezeter wie auf Bundesebene wird es hier nicht geben. Hier finden gerade im Moment verständlicherweise entscheidende Gremiensitzungen statt. Er hat sich jedoch trotzdem dennoch, obwohl diese heiße Wahlkampfphase ist, es sich nicht nehmen lassen, uns eine Videobotschaft zu schicken, zu der wir später auch noch kommen werden. Ja, der Gastgebertag. Zum zweiten Mal nur schon. Ich freue mich, dass er so gut angenommen wird. Und er soll ja wirklich als Plattform dienen, um ein Signal auch der Geschlossenheit und Stärke zu senden. Er soll Chancen unserer Branche und für unsere Branche aufzeigen. Er soll aber auch Impulse geben. Er soll Netzwerke untereinander stärken, sie aber auch untereinander mit Partnern, Politik, mit Verbänden zusammenbringen, Themen und Ideen weiterentwickeln. Und genau dafür sind wir heute hier. Herzlichen Dank nochmal und herzlich willkommen zu unserem Bayerischen Gastgebertag. Liebe Mitglieder, liebe Gäste, lassen Sie mich kurz auf einige wenige inhaltliche Aspekte noch eingehen. Auf Bundesebene, lieber Guido Zöllig, Sie können es sicherlich bestätigen, ist es aktuell extrem schwer, Positives für unsere Branche zu bewegen. Die Hauptaufgabe konzentriert sich hier auf Gefahrenabwehr und die Verhinderung von oft noch Schlimmerem. Und deshalb ist es, liebe Mitglieder, auch umso wichtiger, dass wir in Bayern einen guten Draht zu unserer Staatsregierung haben. Und hier konnten wir zuletzt auch wirklich viel bewegen und einiges erreichen. Und das muss jetzt ganz klar weitergehen. Worte reichen nicht aus, wir brauchen Taten. Und eine Koalition, die sich abzeichnet mit den Freien Wählern, ist definitiv mehr als Chance als als Risiko zu sehen. Lassen Sie mich daher kurz auf das Erreichte und unsere jüngsten Erfolge eingehen, denn diese sollen uns allen Mut machen und motivieren, dass sehr wohl Änderungen und Verbesserungen möglich sind, wenn wir nur zusammenhalten, wenn wir dranbleiben und wenn wir uns Mühe geben in bester Argumentation. Und gerade weil eben unsere Hauptthemen, gleiche Steuern für Essen, Arbeitszeitgesetz, auf Bundesebene entschieden werden, wollten wir ganz konkret Verbesserungen in Bayern und haben diese auch bekommen. Wir haben die kostenfreie Erstberatung als Potenzial- und Schwachstellenanalyse für kleinere gastgewerbliche Betriebe. Wir haben unsere Kampagne Zukunft für das bayerische Gastgewerbe mit weiteren Bausteinen wie Ideenpool, Beraterdatenbank. Wir hatten 14 Beratertage in ganz Bayern. Der Fachkräftenavigator auf unserer Kampagnenseite wirtshauskultur.bayern. Und da nochmal herzlichen Dank. In voller Höhe wurde das alles gefördert und unterstützt von der Staatsregierung. Das müssen wir jetzt verstetigen. Wir haben, ich habe es schon erwähnt, eine Tourismusabteilung im Wirtschaftsministerium. Damit sind wir die einzige Branche, die eine eigene Abteilung im Wirtschaftsministerium hat. Darauf kann man stolz sein und das ist ganz wichtig für uns. Wir haben aber auch ein Kompetenzzentrum für Tourismus, das entstehen wird. Das war eine unserer Forderungen von der letzten Jahrespressekonferenz. Wir haben einen Praxischeck bei neuen Auflagen, Gesetzen und Verordnungen. Was bedeutet das? Das bedeutet, egal was kommt an Verordnungen, an Gesetzen, es muss die Praxis gehört werden. Und das ist ganz wichtig, denn dann kann man sicherlich vieles vorweg, bevor es in Kraft tritt, auch aus dem Weg räumen. Das braucht man nicht nur in Bayern, lieber Guido Zöllig, das bräuchte man im Bund und vor allen Dingen auch auf EU-Ebene. Und dann werden wir, glaube ich, einen großen Schritt weiterkommen und realitätsnähere Politik haben, als es doch manchmal der Fall ist.
Wir haben unsere Kassenbroschüre als Leitfaden bei Betriebsprüfungen mit Musterformularen. Hier gibt es die Musterverfahrensdokumentation über den Bundesverband, sogar kostenfrei für unsere Mitglieder. All das haben wir erreicht über Walter Nussel, den Entbürokratisierungsbeauftragten. Das sind wichtige Forderungen, die wir hatten und die wir jetzt umgesetzt haben. Wir haben aber auch die Zusage über die volle Unterstützung, dass bayerische Wirtshauskultur kulturelles Welterbe wird. Wir haben die Zusage, dass es eine Landesausstellung über die Wirtshauskultur gibt. Wir haben die Zusage einer Sonderausstellung im Haus der bayerischen Geschichte. Und ich betone es an dieser Stelle auch ganz bewusst. Die letzte Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, denn er hatte Tourismus sowie die bayerische Wirtshauskultur mit Hotellerie und Gastronomie explizit genannt und fest verankert. Und das muss auch bei der künftigen Staatsregierung der Fall sein, denn die Tragweite, meine Damen und Herren, ist enorm. Politik wird, so ist es nun mal, von oben bestimmt. Hier wird die Richtung vorgegeben. Wenn ganz oben die Linie vorgegeben wird, dann sind alle anderen nachgelagerten Bereiche hier entsprechend auf unserer Linie. Und seien Sie versichert, liebe Frau Jarote, ich will nicht zu viel versprechen, aber man kann es ja auch mal oft sagen, da sitzt sie ja, das Gaststättenmodernisierungsprogramm, es wird kommen. Und ich bin mir sicher, es dauert nur noch wenige Wochen. Und uns war aber wichtig, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wirklich dieses Programm auch den kleinen Wirten hilft. Denn was nutzen schöne Inhalte, schöne Texte? Und wir haben wirklich, das liest sich wunderbar, nur wenn es an der einen oder anderen Stelle dann doch nicht anwendbar ist. Wenn die Förderhöhe dann doch nicht zu unserer Zufriedenheit ist, und deswegen haben wir auch gesagt, nein, wir gehen so weit und es ist toll, aber wir brauchen auch diesen letzten Schritt noch. Und dann haben wir, weil wir ja der erste Fall waren des Praxischecks, haben wir auch gesagt, wir brauchen unbedingt diese Änderungen noch und die werden wir jetzt sicherlich in einer oder anderen Weise bekommen. Und deswegen bin ich sicher, dass dieses tolle Programm jetzt in den Endzügen ist und bald kommen wird. Wir machen aber auch als Landesverband Bundespolitik, lieber Guido Zöllig, im gemeinsamen Zusammenspiel natürlich mit dem Bundesverband, mit den anderen Landesverbänden, auch mit der IHA. Und so konnte man trotz schwieriger Rahmenbedingungen auch hier einiges erreichen. Denken Sie an die Entfristung bei der 70-Tage-Regelung. Unser Bundesverband hatte schon die schriftliche Absage, dass es nicht entfristet wird, von dem Bundesarbeitsminister Heil. Wir haben dann nochmal unser Netzwerk aktiviert, wir haben nochmal alles in die Waagschale gelegt und jetzt haben wir die Entfristung bei der 70-Tage-Regelung. Weiter, die Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Sachwertbezüge bei Kost und Logis für Auszubildenden. Das hängt aktuell im Bundesrat. Es wurde im Bundesrat verwiesen auf den Finanzausschuss des Bundesrates. Dort ist es leider mit 15:1 abgelehnt worden. Das ist jetzt nicht tot, aber wird nochmal auf die Agenda auch kommen. Aber das zeigt, dass wir noch viel besser uns austauschen und vernetzen müssen. Denn unsere Landesverbände haben teilweise Zusagen. Wir hatten vom Ministerpräsidenten von Hessen, vom Herrn Bouvier, schwarz auf weiß die Zusage, dass er für die Abschaffung der Sachwertbezüge, dass er das unterstützt und macht. Und dann gibt es eine Bundesratsfachausschusssitzung und sein Finanzminister stimmt dagegen. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, meine Damen und Herren. Hier müssen wir einfach auch den Druck erhöhen und das muss man auch öffentlich machen. Und wenn oft über die Branche geredet wird, dass man da einen Internetpranger braucht, dann brauchen wir auch mal einen Pranger mit schönen Worten, ob die auch mit den Inhalten zusammenhängen, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle auch mal, die Grünen sind dagegen. Es geht hier darum, dass Auszubildende wirklich mehr Geld haben. Und das wollen wir als Arbeitgeber. Wir wollen ehrlich was für unsere Arbeitnehmer und für die Auszubildende. Und schauen Sie bitte genau hin, was in den Wahlchecks, was die Parteien antworten, was für ein Bild sie manchmal haben und wie sie dann tatsächlich zu den einzelnen Positionen stehen. Es kann nicht sein, dass man Worte hat, schöne Worte, immer besänftigt und am Schluss, wenn es hart auf hart kommt, fällt man um wie die Fliegen. Meine Damen und Herren, wir werden hier dranbleiben und wir werden das sicher auch in unserem Sinne schaffen. Der nächste Punkt, Fachkräftezuwanderungsgesetz. Auch hier haben wir im engen Zusammenspiel viel Einflussnahme versucht über uns. Wir wollen und werden es sicherlich hinkriegen, dass wir keine Kopplung an Mangelberufe haben und dass Teilqualifizierungen ermöglicht werden. Und jetzt jüngst, letzte Woche, wir hatten das als Punkt in unserer Bürokratie- und Themenliste, und zwar die Abschaffung der handschriftlichen Gegenzeichnung im Rahmen des Bundesmeldegesetzes. Wir hatten da jetzt letzte Woche einen Termin im Bundesinnenministerium, auch zusammen mit dem Bundesverband. Es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar und verständlich, dass in der heutigen Zeit alles digitalisiert ist. Ich kann fliegen ohne eine Unterschrift, ich kann Mietwagen buchen und diverse andere Sachen. Und kaum betrete ich ein Hotel, muss ich wieder Block und Stift rausholen. Das ist weder zeitgemäß, das ist
absolut schwachsinnig, auch vom bürokratischen Aufwand. Und von daher an dieser Stelle werden wir jetzt sicherlich eine Änderung hinkriegen. Es war sehr aufgeschlossen, denn man will sich jetzt orientieren an der österreichischen Lösung. Ich hoffe, die Politik in vor allen Dingen auf Bundesebene orientiert sich doch an der einen oder anderen Stelle viel öfter auch an der Politik in Österreich, denn da wird vieles richtig gemacht, was bei uns noch nicht so erkannt wurde. Also auch wenn der große Wurf nicht immer gleich erfolgt, es ist unglaublich viel Bewegung im Spiel. Und dieses Signal möchte ich Ihnen einfach heute mit auf den Weg geben. Und genau deshalb müssen wir auch an unseren Hauptforderungen festhalten und diese mit Nachdruck einfordern. Und das gilt insbesondere, ich komme noch auf wenige Punkte, für die längst überfällige gesetzliche Anpassung des Arbeitszeitgesetzes an die Lebenswirklichkeit. Es grenzt wirklich langsam an Realitätsverweigerung, dass dieses Thema nicht endlich angepackt wird. Es gibt keinerlei sachlich vernünftigen Grund für die Umstellung auf eine Wochenarbeitszeit. Und wenn es ideologische Kräfte und Gewerkschaften noch so oft behaupten, wir wollen keine Mehrarbeit, sondern lediglich eine flexiblere Verteilung der Arbeit. Und wirklich niemand kann ernsthaft behaupten, dass von 4 Tagen Arbeiten und 3 Tagen frei irgendjemand zu Schaden kommt. Im Gegenteil, es gibt den Arbeitnehmern endlich etwas mehr Selbstbestimmtheit und damit auch Entscheidungsfreiheit. Österreich hat es erkannt und gemacht, lieber Mario Pulka. Auch wir müssen endlich diese Realität anerkennen. Dasselbe gilt für den fairen Wettbewerb. Die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes bei der Hotellerie muss unumstößlich Bestand haben und darf nicht ständig in Frage gestellt werden. Es ist doch absolut irrwitzig, dass man immer wieder, dass man das nahezu beste Mittel, das man je auch für das Land gemacht hat, dass es immer noch Kräfte gibt in unserem Land, die sowas in Frage stellen und das vermeintlich als Klientelpolitik verkaufen. Das ist es nicht. Das ist Politik für die Menschen, das ist Politik für unser Land. Und da muss wirklich auch mal dran festgehalten werden, dass unsere Betriebe ihre Planungssicherheit haben. Und auch wenn die Wahlen jetzt vorbei sind, schauen Sie sich noch mal genau die Antworten der Parteien an. Es gibt wirklich gravierende Unterschiede. Und deshalb bin ich wirklich so froh, dass die Landtagswahl so ausgegangen ist und dass es voraussichtlich zu einer Koalition mit den Freien Wählern kommen wird. Denn beide Parteien stehen felsenfest und ganz klar zu diesem Steuersatz. Und das ist auch für die gesamte Bundesrepublik ein wichtiges Signal. Gleiches gilt auch für unsere Forderung nach gleichen Steuern für Essen. Auch hier spüren wir Bewegung. Leider war die Ausgangssituation ja denkbar schwierig. Also aufgrund der Historie könnte man fast sagen, wir haben bei -5 begonnen, nicht bei 0 dieses Thema zu bearbeiten. Aber jetzt kann ich durchaus zuversichtlich wieder sagen, dass wir wieder bei +1 sind. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber unsere Strategie stimmt. Weg von der Forderung nach 7% für die Gastronomie, hin zur Forderung nach gleichen Steuern für Essen. Und wir haben hier im Vorfeld der Landtagswahlen ja einen Wahlcheck gemacht und erstmals klare schriftliche Bekenntnisse zu unseren Forderungen bekommen. Also nur zur Erinnerung, wir wären bei der Bundestagswahl froh gewesen, wenn es eine Partei gegeben hätte oder viele Parteien gegeben hätte, die dieses Thema überhaupt ins Wahlprogramm aufgenommen hätten. Also wir waren ja sogar weg davon, dass es überhaupt im Wahlprogramm ist. Und jetzt haben wir wirklich auch von der CSU und damit von einer Partei, die immerhin am Kabinettstisch in Berlin sitzt, also so ein Stück kommen wir ja vor, haben wir die klaren Zusagen. Wir haben nämlich gefragt, finden Sie die derzeitige Besteuerung von Speisen verwirrend und ungerecht? Und ja, da sagen viele Parteien, ja, mag sein, aber die Frage ist halt, welchen Lösungsweg gehe ich? Dann unterstützen Sie die Forderung nach gleichen Steuern für Essen. Das ist auch noch relativ klar. Aber wir sind auch noch einen Schritt weiter gegangen und haben ganz konkret gefragt, würden Sie eine Bundesratsinitiative zur steuerlichen Gleichbehaltung aller Speisen unterstützen, egal wo diese gekauft, wie zubereitet und wie gegessen werden? Und schauen Sie sich die Antworten im Internet an, dann wissen Sie, warum ich heute sage, wir sind bei +1. Das ist noch lange nicht das Ziel, aber die Richtung stimmt. Und die neue bayerische Staatsregierung, wenn sie so kommt, hat ganz klar alle 3 Fragen von beiden Parteien mit Ja beantwortet. Und an dem müssen wir aufbauen, da müssen wir unsere Netzwerke jetzt mobilisieren über die Landesverbände, dass man endlich diese Gerechtigkeit hier herstellt, weil alles andere einfach Schwachsinn ist und es muss jetzt endlich auch kommen. Es müssen aber auch endlich bei dem weiten Feld der Sharing-Angebote die gleichen gesetzlichen Anforderungen gelten. Es kann doch nicht sein, dass der klassische Unternehmer mit Auflagen und Vorschriften überschüttet wird und im Schatten dessen ein Bereich sich entwickelt, der nahezu vollständig rechtsfrei agieren kann.
Also das werden wir auch auf jeden Fall immer wieder aufs Tableau heben, denn es ist mittlerweile nicht nur Airbnb, es ist in der Gastronomie Eat With und viele weiteren Sachen. Hier muss fairer Wettbewerb und die gleichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aufgrund der Fülle an Positionen und notwendigen Forderungen will ich jetzt gar nicht weiter auf weitere eingehen. Unsere Präsidentin wird ja gleich noch dazu sprechen. Doch lassen Sie mich abschließend noch einen allerletzten Punkt sagen, weil man kann es nicht oft genug sagen. Es ist das Thema Bürokratie. Das Mehr an Bürokratie ist das schleichende Gift, das sich in die Betriebsabläufe frisst und deren wahres finanzielles Ausmaß erst im Nachhinein zu bestimmen ist. Jede Dokumentations-, Kennzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht bedeutet mehr Aufwand und somit mehr Kosten. Jede Maßnahme bindet Personal, macht neue Prozesse notwendig und führt letzten Endes dazu, dass sich Gastgeber vom Gast, ihrem wichtigsten Gut, wegbürokratisieren und immer häufiger auf ewig. Das ist nicht mehr nur eine Warnung, das ist leider Realität. Und gerade in kleineren Betrieben, in denen neue Verwaltungsaufgaben nicht ohne weiteres delegiert werden können, steigt die Belastung für den Betrieb und auch die Beschäftigten. Wir fordern hier einen Systemwechsel. Wir brauchen eine Kleinbetriebsregelung, die insbesondere den kleinen und mittleren Betrieben endlich mehr Luft zum Atmen gibt. Es macht eben schon einen Unterschied, ob es sich um einen familiengeführten Fünf-Mann-Betrieb handelt oder einen multinational agierenden Großbetrieb mit über 1000 Beschäftigten. Und das muss ich auch in der Gesetzgebung wiederfinden, sonst werden wir genau das kaputt machen, was unser Land so einzigartig und stark macht, nämlich unseren vielfältigen Mittelstand. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Forderungen, aber auch Erfolge nach außen kommunizieren. Wenn wir als Branche zusammenstehen, sind wir unschlagbar. Danke, dass Sie da sind, dass Sie unsere Anliegen ein Gesicht geben, dass Sie mit uns für unsere Interessen kämpfen. Ich wünsche Ihnen und uns einen tollen Tag, produktive Gespräche und gemeinsamen Erfolg. Herzlichen Dank. Ich bitte nun unsere Präsidentin ans Pult. Vielen Dank.